In der heutigen Folge von Ghost of Tsushima klauen wir einem schlafenden Dörfler seine Vorräte weg. Wir bekommen direkt danach die Karma-Klatsche, als wir dafür benutzt werden, Reis zu stehlen. Und wir hören eine weitere Geschichte von einer legendären Rüstung. Herzlich willkommen zurück und moin Leute bei Ghost of Tsushima. Gewohnterweise, wie immer, mit Jin Sakai in seiner, ich muss mal kurz sagen, episch aussehenden Rüstung. Ja, ja. Ich glaube, letzte Folge oder vorletzte habe ich sie nämlich umfärben lassen von einem talentierten Rüstungsumfärber. Das ist nämlich hier so ein Beruf, den manche Leute ausüben. Na, Quatsch. Und deswegen sieht die Rüstung jetzt so aus, weil ich finde, die sieht geil aus. Mit diesen roten Bändern. Und traditionellerweise aber das Katana-Design immer noch im Stile meines Clans, nämlich des Sakai-Clans. Das ist die letzte Designentscheidung quasi, die ich diesem Clan oder meinem Clan beziehungsweise meinem Onkel und meinem Vater ja sozusagen erhalten möchte. Ja, ich will mir das erhalten. Alles andere kann sich verändern, aber solange mich kein Katana-Design dermaßen hier vom Sofa kegelt, so lange lasse ich das auch da, weil es sieht cool aus und ja. So, wir sind hier vor diesem Leuchtturm. Ja, das ist, glaube ich, Ogawa, nicht Ogawa, sondern Fort Ohira. So, das will ich jetzt befreien. Von was auch immer das befreit werden muss, ich nehme an von Mongolen. Denn da die ganzen Schiffe, die Typen sind immer noch hier und besetzen die Insel. Da unten das Lager, tja, das habe ich eigentlich beim letzten Mal professionell ausgehebelt, aber sie sind schon wieder zurück. Na, macht aber nichts. Ich habe es von meiner Liste gestrichen. Von daher interessiert es mich jetzt nicht mehr. Obwohl, wenn wir irgendwann mal Loot brauchen, dann können wir garantiert wieder darunter. Aber ich habe bis jetzt alle Artefakte von da mitgenommen und fertig. So. Eine Sache will ich noch machen, bevor wir das Lager aufs Korn nehmen. Und zwar Techniken. So, wir haben nämlich zwei Technikpunkte bzw. Fähigkeitenpunkte, die wir einsetzen können. Und die will ich noch mal schnell durchgehen. So, das will ich. Das will ich nicht, ja. Habe ich, glaube ich, beschlossen. Denn ich brauche weder das Ablenken von Pfeilgeschossen, denn ich finde es um einiges epischer, mich in letzter Sekunde vor dem Pfeil wegzuducken. Und das hat bis jetzt auch eigentlich immer sehr gut funktioniert. Denn netterweise bekommen wir von den Mongolen eine Vorwarnung, wie so nach dem Motto: Achtung, wir schießen jetzt. So. Dann erhalte durch Parieren oder perfekte Parade mittlere Entschlossenheit. Nee, ist mir auch nicht wichtig genug. So, pariere einen unblockbaren Speerangriff. Das wäre auch noch. Das wäre eine Überlegung wert, aber ich finde es immer noch effektiv genug, mich oder dem Speerstoß ausweichen zu können und dann zuzuschlagen. Hat also für mich, kommt für mich aufs Gleiche bei raus. Ob ich jetzt pariere oder ausweiche, bläh. So, hier dann die Gegenangriffe der Parade haben eine Chance von 20% Gegner zu verängstigen. Brauche ich auch nicht, denn ich bin ein ehrenhafter Samurai, bis jetzt, glaube ich zumindest. Und ich kriege die auch so hin. Ja, die brauchen sich nicht vor Angst in die Hose scheißen. So, von daher denke ich mal, werde ich hier diesen Ausweichtalentbaum ein bisschen weiter gehen. Und zwar, dieser Ausweichschlag sieht mir ganz gut aus und dieser Schulterstoß beim Sprinten, Kreisdrücken, um ihn zu rammen. Ja, dann mal gucken. Der Reitersprung sieht gut aus, das perfekte Ausweichen sieht auch gut aus und hier der verzögerte Schlag auch. So, ich gehe jetzt noch einmal die Kampfhaltungen durch.
Führe schwere Angriffe mit hohem Tempo. Ja, finde ich gut. Der Schaden durch deine. Ja. Der erhöht sich mit jedem Angriff. Oh, ja. Okay. Hast mich überzeugt. Und hiermit auch drei Stoßangriffe. Die machen sowas von viel Schaden, diese Stoßangriffe. Und drei davon machen, glaube ich, auch so ein Hühn platt, wie wir da rechts oben in diesem Vorschauvideo sehen. So, haben wir das? Jetzt geht's los. So, was sehen wir? Da oben, da habe ich noch keinen gesehen. Oh, ich habe Brandpfeile. Moment, nee, ich nehme erstmal normale Pfeile. Beim Eingang haben wir zwei auf den Wachtürmen. Hier komme ich nicht durch. Das heißt, aber hier. So, ist jetzt die Frage. Ist jetzt aber die Frage, was ich will, ja? Will ich unehrenhaft meucheln und mich hier durchschleichen oder will ich einfach die Brechstange rausholen und hier alles in einem Blutbad niedermetzeln? Ich entscheide mich für eine gesunde Mischung. Aus beidem. Und zwar hier, da oben ist so eine Alarmglocke. Ja, er bleibt da oben, er fällt nicht runter. Sehr gut. So, jetzt habe ich aber auch keinen normalen Pfeil mehr. Obwohl, Moment mal. Ich habe doch hier meinen Langbogen und da habe ich nur noch Sprengpfeile. Alles klar, okay. Nee, das können wir erstmal knicken. Ja, dann war es das jetzt auch schon mit dem Schleichen. Dann bewege ich mich mal hier grazil wie eine Katze runter. Haben wir hier jemanden im Haus? Nee. Dann gehe ich das mal kurz abchecken. Loot geht nämlich vor. Ist die Devise. Okay, hier ist nichts. Dann gucken wir nochmal oben. Gab es hier überhaupt einen oben? Gibt es hier irgendwo eine Leiter? Nö. Na gut. Oh, 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 oh. Wo ist er? Da am Feuer. Okay, dann hier. Einmal schnell rum. Ich könnte Pfeile gebrauchen. So. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Ja. Nee, ich kann auch da jetzt keinen Meuchelmord machen, weil die mich alle sehen würden. Beziehungsweise einer von denen. Mindestens. Komm ich. Ach, guck mal an, guck mal. Boah, da zwängt er sich mit seiner ganzen Rüstung durch. Hab ich hier drin irgendwo Pfeile? Nein, auch nicht. Moment. Ich werde mal hier hochstiefeln. Eine Zwischenetage? Nee. Doch. Keine Pfeile. Komm schon, Pfeile wären jetzt optimal. Du hast Pfeile dabei? Nee. Leuchtturmfeuer entfachen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das jetzt schon mache. Ob sie dann alle wild werden? Ah, komm, mache ich jetzt schon. Sonst muss ich, wenn ich dann wieder jetzt runtergehe und dann bin ich da unten fertig und dann muss ich wieder die beiden Leitern hoch. Den Weg spare ich mir, auch wenn es fit hält. So. Na. Oh, nee. Hallo, ich will doch nur hier runter. Danke. So, Freunde. Da sind sie. So, einen könnte ich mit dem Attentat. Nee, weißt Ich dachte. Ich dachte. Oh, oh Gott.
Der ging. Der ging richtig in die Fresse. Oh. Schöne Sache, schöne Sache. Das hat wunderbar, naja gut, nicht so funktioniert wie geplant. Denn eigentlich wollte ich den Himmelsschlag durch beide Gegner hindurch machen. Ich weiß, das hat vorher mal funktioniert, aber ich bin nicht sicher, ob das nur ein Zufall war oder ob das immer funktioniert, wenn sie ja, ruhig hintereinander stehen bleiben sozusagen, was hier nicht oft passieren wird. So, haben wir denn hier irgendwo? Da ist auf jeden Fall noch einer. Da sind... Hallo, hallo. Da sind noch zwei oder so. Was? Watch, watch, watch. Irgendwas hat er gerade vor sich hingestammelt. Hallo. Okay, wenn nicht. Ja, komm, ich brauche jetzt wirklich nicht anfangen. Mich hier vor den Leuten zu fürchten. Aua. Oh. Ah ja, jetzt stimmt. Jetzt haben wir ja den Bogenschützen da vorne wieder. Und? Ach, die Fünfer-Kombo. Wo ist er? Au, oh, hey. So. Ast rein, Junge. Die Fünfer-Kombo ist leider nur selten anzuwenden, weil die Typen schon vorher alle draufgegangen sind. Aber das macht nichts. Ich will mich ja nicht beschweren. So. Sind wir hiermit durch? Hatte der Typ da oben auf seinem Türmchen vielleicht noch ein paar Pfeile, wenn's genehm ist? Nein, natürlich nicht. Was soll denn das? Er hatte auch keine Pfeile mehr dabei. Er hat nur zwei Pfeile oder drei gehabt und hat die alle auf mich verschossen, oder wie sieht's aus? Mann, ey. Ja, da oben vielleicht? Nope. Auch nicht. Stahl. Dankeschön. Haftbomben. Das Spiel möchte, dass ich Haftbomben nutze, denn es gibt mir andauernd Haftbomben als Loot. So, was haben wir hier drin? Es kann doch nicht sein, dass es hier keine Pfeile in diesem ganzen Laden gibt. Doch, anscheinend schon. Na gut. Also, Leuchtturmfeuer entzündet. Es gibt hier nicht sowas wie so einen Schwarzpulverwagen, oder? Wie in diesem letzten Schwarzpulverbombe. Nee, brauche ich auch nicht. Ja, mein Gott. Nunu, das war's dann schon. Haben wir das Ding hier jetzt... zur Leuchtturm abgeschlossen. Sehr schön. Dann bewegen wir uns jetzt weiter südöstliche Richtung hier zum, was ist das, ein Dorf oder das Banditenlager. Die stehlen Nahrung von den Leuten in dieser Umgebung. Das wurde mir anvertraut und darum werde ich mich kümmern. Ich als guter Samurai. Toll, jetzt komme ich hier nicht. Moment mal. Hier komme ich doch durch. Danke. Keine Pfeile. Das ist echt ein bisschen lahm. Da rechts. Ich weiß nicht, was diese Banner da vorne bedeuten. Mit den verkohlten Leichen und den Samurai. Aber ich kann da nichts machen und es ist auch keine... Ich kann da nichts sammeln, ich kann da... Das haben sie einfach hier so gemacht.
in ihrer aussichtslosen Lage. Das Clanzeichen sagt mir gar nichts. Tja, tragisch trotzdem. Ich frage mich, warum sie, wie kann man, also, ne, dass sie es machen, jo. Aber das bedeutet doch auch, dass sie nicht bis zum Ende kämpfen. Oder sie wurden gezwungen von den Mongolen, ja, den Ehrenselbstmord, den ehrenhaften Tod zu wählen. Heißt aber auch, dass die Mongolen es denen dann gönnen. Oh, ein Vogel. Dem werde ich erstmal hinterher rennen. Mal gucken, wo der uns hinführt. Eine heiße Quelle vielleicht, da können wir wieder ein bisschen chillen. Und über dies und das sinnieren. Wie so oft. Was ist das? Komische Geräusche von anderen Vögeln. Na, wo bringst du mich hin? Oh, das sieht aus wie ein Fischerdorf. Und hier ist ein Haiku-Platz. Sehr schön. Über den Tod sinnieren. Das, ja, okay. Friedvoll ruhen wir. Oh, nicht immer. Nie endender Fluss. Oder Sorge dämmt Wachstum. Nämlich hier friedvoll ruhen wir. Oh, Verteidiger ohne Furcht gefällt mir. Die kalte Erde unten ist mir ein bisschen zu depri. Höher hinauf klettern wir. Okay, friedvoll ruhen wir. Verteidiger ohne Furcht. Gediehen aus Trümmern. Gedeihend und frei. Friedvoll ruhen wir. Verteidiger ohne Furcht. Gedeihend und frei. Das ist der erste Vers, den wir schmieden, der für mich irgendwie Sinn macht. Nur nicht so wie die letzten zwei oder drei, die einfach nur übelst seltsam geklungen haben, weil ich einfach Sachen ausgewählt habe, ohne mir einen Reim darauf zu machen. Nächstes Wortspiel, es tut mir so leid. Ich konnte nicht widerstehen. So. Ich verschaffe mir jetzt da oben erstmal einen Überblick über das Fischerdorf. Das sieht mir da laufen ein paar Leute rum. Die Frage ist jetzt, ob das Zivilisten sind oder mongolische Streitkräfte. Es sieht nicht schlimm aus. Also weder sind hier mongolische Kriegsschiffe, noch ist da alles zerstört. Ich glaube, das sieht gut aus, Leute. Ich glaube, das sieht friedlich aus. Können wir mal runter. Können wir eventuell unsere Vorräte zu... Nee, andersrum. Unsere Ressourcen zu Vorräten machen. Vielleicht können wir da ein bisschen was verkaufen. Oder Verbesserungen vornehmen lassen, wenn wir vielleicht einen Bogenmacher finden oder einen Schmied oder so. Ja, definitiv ist es hier ruhig. Hi. Es ist also wahr. Ein Samurai hat überlebt. Jawohl. Hier ist er. Live und in den Farben schwarz, weiß, rot. Hier gibt es garantiert ein paar mitteils freudige Leute. Ja. Und Vorräte.
Sie sagte, er sah wie Sensei Ishikawa aus. Ich dachte, er starb am Strand. Der Sensei? Hoffen wir, dass sie richtig gesehen hat. Der Sensei ist... Ein Schütze wie Ishikawa könnte die halbe Mongolen... Jung und knackig, wie eh und je unterwegs. Ich hab's selbst gesehen. Was ist denn los? Oh, sie hat Schmerzen, oder? Fürst Sakai! Ja. Ich glaube, ich sah Fürstin Masako zum Strand von Komoda reiten. Ihr Gemahl starb dort. Und ihre Söhne. Die Mongolen sollen immer noch am Strand sein. Ich sorge mich um ihre Sicherheit. Mich besorgt eher, was sie ihnen antut. Aber ihr habt recht. Ich sollte sie nicht alleine lassen. Ihre Geschichte geht weiter. Da oben, diese Ecke interessiert mich auch, denn da fand die Schlacht statt. Und auch wenn das alles verwüstet und verbrannte Erde sein mag, aber ich würde da gerne noch mal wieder hin. Allerdings, das ist Komoda, allerdings hatten wir da noch nicht so die Gelegenheit hinzukommen. Wir kamen ja von hier und dann südwärts, wie man hier an meiner Route auch schön sehen kann. Aber eventuell kommen wir da ja hin. Ja, wann? Hier gucken wir jetzt nach den Strohhut-Ronin. Dann versuchen wir uns hier Tadayoris Rüstung zu schnappen. Und dann sind wir eigentlich auch schon so weit, um uns hier in Komatsu die Kletterausrüstung zu holen. Und dann geht's zur Burg, meinen Onkel befreien. Jo. So sieht das aus. Vielleicht kann ich ja, wenn ich hier die Kletterausrüstung habe, vielleicht kann ich dann hier straight nach Norden zur Fürstin und dann quer rüber. Ja, das wäre, dann haben wir diese gesamte Südinsel, also nicht zu 100%, aber so ziemlich viele Aufgaben hier abgefrühstückt und werden dann wahrscheinlich hier auf die Nordinsel so langsam kommen. Aber das ist Schnee von morgen. Und da will ich jetzt noch nicht so viele Gedanken dran verschwenden. Ja? Schaue auf die Gegenwart, Jin. So. Hier ist, glaube ich, nicht so viel los. Kann das sein? Der Bär steppt hier nicht gerade, Freunde. Ich gehe das Dorf jetzt grob durch. Ja, genau. Nach Vorräten. Adachi-Clan, die vor ein paar Jahren den Ronin im Duell tötete? Ja, den riesigen Ronin mit den zwei Klingen. Ja, alle hatten Angst, gegen ihn zu kämpfen. Außer Fürstin Masako. Fürstin Masako. Fürstin Masako ist an Fürst Sakais Seite kämpfen. Ein Badass. Aber sowas von. Selbst in ihrem... Und ich bin dankbar, dass sie das jetzt nicht hört und wir ihr das auch in keinster Weise sagen. In ihrem rüstigen Alter, ja, ich weiß ja nicht, wie alt sie ist, aber wir haben ja beim letzten Mal schon ein bisschen gewagt zu schätzen und haben sie so auf 50, Mitte 40, 50, Mitte 50 geschätzt. Da macht sie noch so den ein oder anderen jüngeren Samurai oder Feind platt. Ich werde jetzt mal dem schnarchenden Zivilisten die Vorräte unterm Arsch wegklauen. Ja, hat mich... Alles gut, macht weiter. Gute Nacht. Der Fürst dankt. So. Ja, das war's auch schon. Also immerhin haben wir durch ein Gespräch von der Fürstin erfahren. War das hier? War ich hier drin? Nabend. Moment mal. Nabend. Hi. Schön verbeugen. Ihr ehrt mich, mein Herr. Ich komme nur vorbei, um eventuell... Oh nö, habt ihr nichts. Alles klar. Oh. Gut, Leute. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft und die
Moment. Da war ein Vogel gerade. Und wenn da ein Vogel ist, habe ich auch noch nicht alles hier gesehen in der Umgebung. Ja, bring mich zu was, zu einer heißen Quelle am besten. Oder? Sprich mit der verzweifelten... Achso. Ach. Hier bringst du mich hin. Sie haben alles mitgenommen. Ich habe nichts mehr übrig. Ich werde verhungern. Ich werde verhungern. Nein, sag doch sowas nicht. Was ist passiert? Banditen, mein Herr, sie haben mein Essen geraubt. Wirklich alles. Wohin sind sie weitergezogen? Nach Nordosten, in die Wälder. Wenn ich sie finde, werden sie für den Raub büßen. Bitte tut ihnen nichts. Was? Sie sind so verzweifelt wie ich. Ich verspreche nichts. Naja. Ja, also, aber seien wir mal ehrlich, ja, wenn ich da aufkreuze und sage, Leute, lass mal schnacken, ja, über Nahrung und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir in irgendeiner Weise auf eine friedliche Lösung kommen. Sobald ich mich da zu erkennen gebe, greifen die mich doch sofort an. Aber 100 pro. Also durch den Krieg, ich verstehe die Notlage, kein Ding. Und wenn die sich als, ja, wenn sie Reue zeigen und so weiter, bin ich auch bereit, hier und da mal ein Auge zuzudrücken. Aber wenn mir ein Pfeil um die Ohren fliegt oder mich jemand aufschlitzen will, dann kenne ich da nichts. Suche nach den Banditen. Ist klar. Tja, wo könnten sie sich irgendwo ein Lagerfeuer oder eine Laterne oder ähnliches? Da vorne. Da sind ein paar Typen. So, ja, natürlich bewaffnet. Guck mal, ich kann sofort... Es geht sofort... Ich weiß, das ist der letzte Reis. Shinzo hat auf dem Weg eine alte Frau gesehen. Er meint, die hat Essen. Wir sollten sie mal besuchen. Nee. Ja, und alleine für diese... Es ist nicht so schlecht, dass wir alte Frauen bestehen. Oh. Mal sehen, wie du denkst, wenn der Reis alle ist. Okay, mal gucken, ob ich... Wo sind die anderen beiden hin? Die laufen Patrouille, ja? Richtig? Ich will mal sehen, was passiert, wenn ich einfach nur mir dieses Lager da vorne mal angucke. So, ich werde jetzt hier schön außen rum schlawenzeln. Oh, 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 oh. Nee, 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 ihr habt mich nicht gesehen. Suche nach dem gestohlenen Essen. So, das Ding. Nachsehen schadet nicht. Okay, ihr guckt nicht nach. Alles klar. So, wenn ich ihr jetzt das gestohlene Essen zurückgebe, dann überfallen die Banditen doch die alte Frau. Ne? Haben sie ja gerade gesagt. Wenn der Reis alle ist. Aber ich will ihnen eine Chance geben. Ja, das tue ich mal. Ich kann mal, das will ich mal ausprobieren. So, wo ist das Essen? Ich darf mich jetzt nur nicht erwischen lassen. Reis. Das ist wohl das geraubte Essen. So, gib der Frau den Reis zurück. Alles klar, das werde ich jetzt tun. Ich darf mich jetzt nur nicht erwischen lassen. Die anderen beiden sind da. Nee, du siehst nur einen Schatten. War wohl ein Tier. Danke. Okay. So, wir werden sehen, wohin das führt. Sie hat mich darum gebeten, Gnade zu zeigen.
Und das werde ich auch tun. Aber wie gesagt, sollten die dann die alte Frau in der Nähe bestehlen oder gar ausrauben und verletzen oder ähnliches, dann war's das mit meiner Gutherzigkeit. So. Haben wir mal ein Machtwort zu mir selbst gesprochen. Gute Frau. Hallo. Mein Herr, ihr seid zurück. Ich habe euer Essen. Reis. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt Reis hatte. Wurde er euch nicht gestohlen? Bitte, verzeiht mir. Ihr habt mich angelogen. In solchen Zeiten verdienen Banditen nichts zu essen. Außerdem bat ich euch, ihnen nichts zu tun. Musste ich zum Glück auch nicht. Ach, vielen Dank. Ihr hättet nicht lügen sollen. Ich hätte euch auch so geholfen. Ich tue es nicht wieder. Versprochen. Willst du mich verarschen? Das ist... Ich werde hier ausgenutzt, Leute. Übelst. Weißt du was? Eben hatte ich noch Bedenken, dir deine Vorräte hier zu nehmen, weil du nichts hast. Aber für diese Nummer nehme ich dir deine Vorräte. So. Was hast du nun davon? Was ist jetzt hier los? Zieht Nebel auf? So, und jetzt die... So, junge Frau, Sie haben da jetzt aber eine Kettenreaktion ausgelöst, denn... Die hat jetzt zwar was zu essen, aber die Banditen nicht mehr, also werden sie jetzt zu der Frau in der Nähe gehen. Ah. So, will ich mir zuerst die Rüstung schnappen oder will ich mir zuerst anhören, was diese Söldner zu sagen haben? Ich gehe mal erst dahin. Wer weiß, was da los ist. Vielleicht schickt es mich ja sowieso dann in den Westen. Und dann bin ich... Oh, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte Nobu rufen. Irgendwann machen wir einen friedlichen Aushalt. Den können wir jetzt auch schon machen. Guck dir an, wie friedlich das hier ist. Vögelschwärme. Weite Felder. Das Kishi-Grasland. In der Gegend wurden Strohhut-Söldner gesehen. In der Morgendämmerung bei Nebel. Sehr schön. Ja, Vogel. Moment, ich komme gleich hinterher, wenn ich weiß, was das hier ist. Ach, ein Banner. Zieh an. Danke. So, und jetzt du. Na, ich habe jetzt ein bisschen Angst vor Abgründen, die ich nicht erkennen kann, seit dem letzten Mal, als wir uns mit Nobu übelst auf die Fresse gelegt haben. Das will ich nicht nochmal riskieren. Was haben wir hier? Oh, ein Bambusstand. Das habe ich lange nicht gemacht. Ja, yeah, Bambus schneiden. So. Gut gemacht. So. Und jetzt? Oh, ding, 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 ding. Einen weiteren Entschlossenheitspunkt. 6 Stück haben wir jetzt. Damit können wir was anfangen. So, was war das hier oben? Ich habe auch eben noch einen Fuchsbau. Moment mal, das hier sieht ziemlich verlassen aus. Kann das angehen? Nee, das ist nicht verlassen. Hier sind Mongolen, alles klar. So, dann lass mich mal erst zu dem Fuchsbau. Der war hier irgendwo. Ich habe ihn gehört.
Pfeile. Na endlich. Auch wenn es auf dramatische Art und Weise ist. Ich ziehe Pfeile ungern aus leblosen, unschuldigen Körpern. Aber so ist das. Ich habe hier doch vorhin einen Fuchs gehört, oder nicht? Okay, Moment jetzt. Ich muss mich kurz wieder orientieren. So, da lang. Das Lager lasse ich erstmal außen vor. Obwohl, wenn ich das Lager aushebel, dann hätte ich auch wieder die Brücke eingenommen. Ich weiß aber nicht, ob das eins von diesen Lagern ist. Wenn ich die befreie, dass dann die Zivilbevölkerung zurückkommt. Oder ob das einfach nur so ein kleiner, überrannter Außenposten ist. Und nun habe ich eine Geschichte, die eure Mythen begeistert. Da ist er ja. Vor Jahrhunderten rettete der Krieger Tadayori die Asamo-Bucht vor Piraten. Hey, mein Freund. Mein Herr, gesellt euch zu mir. Sehr gerne. Wo darf ich mich hinsetzen? So, Leute, eine neue Geschichte. Jetzt geht's los. Klingt, als hättet ihr eine interessante Geschichte. Überrascht mich, euch in Asamo zu finden. Wir beide gehen dorthin, wo man uns braucht. Meine Geschichte ist auch für eure Ohren. Vor Jahrhunderten war Tadayori Nagao der größte Bogenschütze unserer Insel. Berühmt für seine Weisheit und Treffsicherheit. Der Kami Hachiman selbst war so beeindruckt, dass er dem Schützen seine Rüstung schenkte. Leicht und stark wie keine sonst. In jener Zeit plagten grausame Piraten die Küste. Sie drohten, die Stadt in der Asamo-Bucht auszulöschen. Die Menschen flohen. Doch Tadayori trat den Piraten allein entgegen, in seiner mythischen Rüstung. Die Piraten stürmten die Stadt. Tadayoris Pfeile durchbohrten sie. Nur wenige überlebten. Doch kein einziger Hieb durchdrang Tadayoris Rüstung. Jahre später starb Tadayori friedlich in seinem Heim. Doch seine Rüstung verschwand rätselhafterweise. Manche sagen, seine Nachfahren hüten sie noch heute, bis wieder ein Krieger erscheint, um Tsushima erneut zu verteidigen. Die wenigen Schriften über Tadayori, die es noch gibt, beschreiben eine lila Krone, einen Ort nördlich von Asamo, voll mit lila Chrysanthemen, wo Tadayori oft meditiert haben soll. Ich will nur die Mongolen aus unserem Zuhause vertreiben. Die Rüstung könnte helfen, wenn sie wirklich so gut ist. Aber hallo. Seine Rüstung ist ohnegleichen, mein Herr. Und ich glaube, dass sie noch da draußen ist. Findet die lila Krone. Das werde ich. Okay, aber das... Moment mal, was ist das? Legendenerzähler. Da ist auch einer. Und am Heilbad ist auch irgendwo einer. Wo ist das Heilbad? Hallo? Hä? Ist das nicht hier irgendwo? Wo ist denn... Adachi-Anwesen, Lager der Überlebenden, Kreuzung. Das hier ist doch... Hier ist kein Geschichtenerzähler, aber hier sollte doch ein Geschichtenerzähler sein. Warum
Legendenerzähler. Ha. Das muss ich mal abchecken. Sind das wandernde Geschichtenerzähler oder so? Naja, auf jeden Fall hier komme ich definitiv erstmal nicht hin. Also werde ich nach Westen gehen zu den Strohhut-Ronin. Ja, denn ich muss mit der Sache auch so langsam mal vorankommen, denn mein Onkel vergammelt sonst da oben in der Burg und wir haben uns schon geschworen, seit Stunden, Tagen oder Wochen, was auch immer schon vergangen ist, ihn zu retten. So, deswegen. So, das Wasser sieht eigentlich tief aus, aber ich habe so meine blöden Erfahrungen mit Klippenspringen. Ach komm schon. Juhu! Ah, ne, siehst du, diesmal ist es tief genug, alles klar. Schön zu wissen. Da vorne ist eine Siedlung. Oh. Kishi. Die gucke ich mir mal an. Oh. Die schlachten die Zivilisten ab. Oh ja. Nein. Noch jemand? Wo ist der andere hin? Der Schwertkämpfer. Der ist schon tot? Okay. Pass auf. Bevor sie hier alle... Komm her. Oh Gott. Ich wollte jetzt nicht extra die Kampfhaltung wechseln. Nur wegen ihm. Na, hat doch wunderbar funktioniert. Hat doch wunderbar funktioniert. Alles klar. So, Leute, ist hier noch irgendwer am Leben? Oder bin ich zu spät?